Hallo und herzlich willkommen zu einem Video meinerseits. Es wird mal wieder Zeit, dass ein neues Video kommt. Ich habe hierauf schon ein Weilchen gewartet, um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen. Mache ich einfach mal das Messer bereit und schneide den Karton auf. So, das kann auch mal weg. So, ein bisschen Papier haben wir noch dabei. Nehmen wir eine Art, ich würde mal sagen, eine Schnellstartanleitung. Relativ fertig sogar. Packen wir auch mal zur Seite. So, Magenta TV One. Auch hier Magenta TV One. Hey Google, Magenta Sprachassistent. Green Magenta, umweltschonend Kunststoff aus erneuerbaren Ressourcen. Sieht man jetzt auch am Karton. Hier haben wir es auch nochmal und hier haben wir jetzt auch das erste Mal, dass dort steht, zweite Generation. Was haben wir auf der Rückseite? Ja, 100 HD-Sender, beste Unterhaltung inklusive. Dein Entertainment an einem Ort mit dieser einzelnen Box. Wir haben 4K, Ultra HD, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos. Beleuchtete Tasten auf der Fernbedienung. Mit deiner Stimme schneller ans Ziel gelangen. Also die Sprachassistenten, Magenta und Google. Einfache Installation. Ich fand, das war letztes Mal auch schon einfach. Green Magenta für mehr Nachhaltigkeit. So, was haben wir im Lieferumfang? Die Magenta TV One zweite Generation, eine Fernbedienung, Batterien sind dabei, Netzteil, HDMI-Kabel, Netzwerkkabel und eine Bedienungsanleitung. Powered by Android TV, das hat sich wohl nicht großartig verändert. Dann schauen wir mal rein. Nicht ganz so einfach die Verpackung. Hallo, schön, dass du dich für die Magenta TV One entschieden hast. Freue dich auf ein überragendes Entertainment-Erlebnis. Genau, und Nachhaltigkeit ist wichtig. Hier eine kleine Bedienungsanleitung. Die kann auch jetzt mal zur Seite. Dann haben wir hier kleine Laschen, um das Equipment rauszuholen. Sogar die Batterien in so einem kleinen Pappding. Da haben wir das HDMI-Kabel. Und wieder, wie letztes Mal, auch ein ganz flaches LAN-Kabel. Das Netzteil. Karton kann auch weg. So, die Sachen können auch weg. HDMI-Kabel Premium. Gucken wir uns mal die Fernbedienung an. Aus Cheese. Okay. Sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. So auf den ersten Blick. Ich habe viele darauf angesprochen. Einige hat es auch genervt, dass ich das immer wieder erwähnt habe. Wie man jetzt sieht, ist der Zurück-Button unter dem Steuerrad wieder. Das hat mich ja bei der vorherigen hat das genervt. Oder Fernbedienung. Okay, ansonsten fühlt sich normal an. Nicht besonders. Nicht sehr billig, aber auch nicht sehr hochwertig. Ein bisschen hochwertiges Aussehen hat das hier, beziehungsweise ein bisschen, fühlt sich auch ein bisschen hochwertiger an. Sogar sagen, sie ist kleiner geworden. Genau, viel ist nicht dran, ne? Also oben haben wir den Ein- und Ausschalter. Hier haben wir nichts, hier haben wir nichts, da haben wir auch nichts. Auf der Rückseite haben wir auch nichts. Und hier haben wir einmal LAN, HDMI, USB und das Stromkabel. Jetzt war ich gerade ein bisschen irritiert. Muss ich mal gucken. Ja, in der Tat, ein USB-C-Anschluss. Okay, jetzt auch mit dem Label Green Magenta unten dran. So. So rum ist das richtig. Ich habe mal so zum besseren Vergleich die alte Fernbedienung. Die alte eingestaubte und abgekratzte ein bisschen. Also wie wir sehen, ist sie ein bisschen kleiner geworden. Ja, die Dicke hat es an manchen Stellen die gleiche. Aber es fühlt sich jetzt doch wertiger an. Die fühlen sich jetzt lustigerweise beide gleich schwer an. Hier sind aber Batterien drin und hier sind noch keine drin. Also vielleicht fühlt sich dann nochmal wertiger an. Und das Telekom-Logo ist komplett weg von der Fernbedienung. Ach nee, da. Weiß nicht, ob man sieht. Deutlich größer. Die alte TV One. Und man sieht, sie ist doch ein Ticken größer. Das sieht man dann hier auch nochmal. Genau, aber unten hatten sie auch nichts. An den Seiten hatten sie vorher nichts. Und jetzt können wir nochmal nach hinten schauen und siehe da. Deswegen war ich irritiert. Hier war es noch kein USB-C-Anschluss. Jetzt ist es ein USB-C-Anschluss. Aus alt, mach neu und hier haben wir das gleiche. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst mir ein Like da. Bis zum nächsten Video. Ciao.